Soll ich anfangen oder du? Okay. Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Part von Wildstar Let's Play. Ja, wir sind immer noch voneinander getrennt und ich gehe jetzt in die holographische Anlage und halle alles zu Brei. Was Setti macht, sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich einen schwarzen Bildschirm. Und ich mag es. So. Bin ich da? Oh. Oh, Riesen-Lag. Warum? Ach, da ist der Chef. Hallo. Du willst mit mir sprechen? Kampftraining für Fortgeschrittene. Was haben wir denn hier? Das neueste Wunderkind des Kaisers? Wenn du in der Holokammer versagst, wirst du nicht das erste von Miraculous Stoßhündchen sein, das im Training stirbt. Ich werde mich beweisen, General. Komm, kein Video. Jetzt er weg. Stolz oder Verwesenheit, wir werden ja sehen, Twinkie Winky. Episode freigeschaltet. Okay. Wie lange noch? Ey, das interessiert kein Schwein, was da drin steht. Die sind gerissene Schurken und immer scharf auf den einen Kampf. Das erste Szenario simuliert eine Waffenkammer des Granok. Das bekommen die durch die Audiologs auch. Ich werde meinen Gefangenen machen. Das bekommen die durch die Audiologs. Doch. Yeah. Das gehört zur Story dazu. Die Leute wollen nicht nur gucken, wie wir prügeln. Jetzt kommt das bei mir ein Video. Das ist traurig. Nee, die sagen da keinen Scheiß zu. Ey, stopp, bei mir ist jetzt die Zwischensequenz, die du gerade gesehen hast. Käse. Dann mach dich bereit, jetzt bergklimmen und den Strom. Ich habe keine Sequenz gesehen. Bist du jetzt schon auf Planet Nexus? Nee. Bin da noch im Holokampf. Ui. Und ich muss jetzt da probieren, irgendwie hochzukommen. Aber ich weiß noch nicht wie. Aber jetzt prügel ich erstmal die hier weg hier. Die will mir an den Kragen. Jetzt ist sie tot. Komm ich da hoch? Ach so. Ich will wissen, was du weißt. Mit diesem Auftrag kannst du zeigen, was du wert bist. Doch die Leiter sollte doch eine Möglichkeit oh, sein. Wie cool. Der Holokammer durchgelaufen. Es gibt noch immer unerledigte Arbeit. Ich muss da innen jetzt in eine Kamera hoch. Aber ich weiß noch nicht wie. Interagieren. Hier kann ich was machen. Hui! 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 So, jetzt geht da. Wäre so einfach. So, Spezialität steht wachsame Augen. Habe ich gemacht. Jetzt. Aber jetzt geht's noch weiter. Ich habe Kundschaft einen Scheiß gewillt, ey. Das sind Jump-In-Puzzles. Und so Zombie-Puzzle ist mir eine Stärke. Kann man die Fahrer auch noch irgendwo wechseln? Oder ist man dann an einem gebunden? Am vollen Arzt zu was wechseln? Wenn den Pfad immer genutzt hat. Hör zu, du Wurm. Diesen Moment würdest du normalerweise in Unversehung zu finden. Die Bombe, die ich entlarvt, ist so eine Art Trap von holographischen Feuereffekten. Was für ein Ding? Sorry, ich war gerade abgelenkt. Okay,
Okay, aktiviere das Ionfusoid-Ding kaputt. Geh da hoch. Du sollst da hoch. Ja, der kriegt jetzt nicht hin, eine Leiter hochzulaufen. Nee, geht nicht, du musst am Rand. Oh verdammt, vielleicht sollte ich weggehen. Gut gekämpft! Jetzt geh zum Mordash Holoraum und setz das Training fort. Wenn es um Kampf gegen die verpesten Mordash geht, kann man nie gut genug sein. Wo muss ich hin? Mal sehen, wo jetzt sollten noch Kameras stehen, die ich glaube ich zufällig nicht habe. Oder nicht. Die überall verteilt. Muss ich ihn wieder rüber? Jetzt in die nächste Holokammer. Mirabos Rache, siehst du diese Trainingsteilnehmer? Sie müssen gerade während der Übernahme gestorben sein. Sammel die Kernmarker ein. Und bla 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 bla. Da tummelt sich immer noch Mordash Hologramm von letzten Trainingsübung. Dieser Marker einzusammeln könnte unmissliche Aufmerksamkeit erregen. Ja. Aua. Ach, da ist ja das Ding. Ja, wissen sollen. Ich spiel Jump'n'Run. So, und jetzt schalte ich da mal die Ding aus. Kamera ist ausgeschaltet. Wo bist denn du? In welcher Holo-Kammer bist denn du jetzt? Das ist nicht gerade viel. Aber ja. Okay. Nein. Die Sicherheitsprotokolle des Holokammers haben gesagt, dennoch willst du dein Training fortsetzen. Alles andere würde deine Schwäche beweisen. Bei Chessis Klinge, die Genialität der Chua wird uns noch alle den Tod bringen. Hab keine Angst, Angst ist Schwäche. Dies was für Beute. Konzentriert euch auf die Stärke und geht jetzt in die Klarheit der Jagd. Mir gefällt diese Farbe, das Gefühl hat nicht so ganz. Was, Farb von dir selber? Ja, der gefällt mir nicht so ganz. Das ist irgendwie, sucht dir irgendwelche... Versucht die Kamera zu drehen, indem ich die Left-Maus-Button gedrückt habe. Das ist einfach, sucht dir irgendwelche Dinger, da ist dann irgendwo ein Icon drüber. Dann musst du das halt scannen. Was das macht, habe ich keine Ahnung. Das ist ziemlich langweilig. Ich würde mal sagen, dass der Siedler wohl die beste Fahrtklasse oder der Krieger ist am besten natürlich. Also und dann, ich muss ein bisschen klettern. Ich kann mir so Plattformen herbeirufen. Jedenfalls hier noch. Und die Kameras ausschalten. Muss einfach so Jumping Puzzles lösen. Ich weiß nicht, wenn du bei mir in der Gruppe bist, wirst du das auch können, oder nicht? Oh Mano. Das ist das, was mich dann noch wundern nimmt. Kannst du das dann auch oder wohl nicht? Gut, jetzt kann ich endlich wieder diese Ausbildung überwachen. Kam mir schon über immer so verdächtig vor. Oh, und noch ein Eindringen kann man auch schon beschaut halten. Wenn deine Waffen bereit sind, bist auch du. Gut, ich habe jetzt Fahrtmission, habe ich gemacht. Gut, die Farbe meines Charakters gefällt mir auch nicht unbedingt. Oh, komm, bastel da mal was dann, oder? Aua, au, 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 au. So, da gibt's da hinten einen, so ein Ding. Ich drück einfach mal was. Ich hab keine Ahnung, was ich mach. Was? C! Was willst du? Meinen Zorn was ist? Kontrollieren.
Kamera, okay, ja. Verstanden. Ah, schaltest du auch Kameras aus, oder was? Nee, ja, gerade war das Kamera-Tutorial. Oh, hier gibt's was zum Scannen. Ja, das jetzt kommt es nur so zum ein kleiner Einstieg. Das wird dann noch intensiv kommen. Also intensiver werden. Ja, das ganze Zeug. Es wird sicher noch ein bisschen mehr Spaß machen. Weil ich finde, am Siedler einfach langweilig halt das ganze Zeit nur bauen. Weißt du, gehst du was sammeln für das und das ist gut. Wenn wir jetzt beide Siedler genommen hätten, wäre es noch... wäre es noch intelligent gewesen. Von allen Charakteren wäre wahrscheinlich der Siedler der geilste gewesen. Okay, wenn man ja, jetzt ich nicht gerade... Krieger. Ja, der Krieger. Wenn man es aufs Kloppen steht und das ist... Und wer steht bestimmt in den schön nicht aufs Mobs kloppen? Wir haben Stufenaufstieg, Speerin, neuer Titel. Ich bin ja gespannt, was das alles so bringen wird, das Scan und so. Wäre cool, wenn ich dadurch irgendwie besondere Waffen oder sowas bekommen würde. Oder irgendwas bauen könnte. Was machen das eigentlich? Als Wissenschaftler? Ich bekomme irgendwelche speziellen Quests dafür. Dann muss ich da irgendetwas... Mag ich nicht was. Muss da einfach irgendetwas machen. Wahrscheinlich sind das einfach nur so ein nettes Gimmick, aber gehört nicht richtig zum eigentlichen Spiel oder sowas. Bin mir mal gespannt darauf. Also, was meinst du, das Forschen? Ne, insgesamt, das, wie heißt die ganze Fahrt, dass es einfach nur sowas ist mit, ja, du hast diesen Pfad, das machst du einfach mal, damit vielleicht ein bisschen Abwechslung reinkommt, damit, wie heißt es, den Anschein hat, dass es verschiedene Pfade geben soll. Also jeder Pfad unterscheidet sich wirklich extrem voneinander. Es ist einfach je nach Vorlieben, was du am liebsten spielst, ist ja der Pfad. Wenn du einer bist, der gerne kloppt, dann hättest du Krieger nehmen sollen. Die Auren machen mich krank, selbst künstliche Fackel, die er geliebt, die Bäume ab und schaut zu zwei. Große Bäume, hä? Willst du klettern, hä? Gut, gut, gut. Kletter hoch, kletter auf den Baum. Okay. Kletter ich auf den Baum? Na, jetzt könnt ihr mich mal, jetzt hau ich ab. Ich hau ab. Was ist das? Ach, ich kann davon rennen und mich unsicher machen und dann sind die mich nicht mehr. Dann bin ich ein Komm. Benutze Inforon, um dein Perfektor für den Überwachsein zu finden, den wir empfangen gehen. Empfangen genial, okay. Muss ich den Überwachungssender aktivieren bei mir? Wir haben beide gleichen Pfad nehmen sollen, müssen wir könnten das gleiche machen immer. Ja. Obwohl. Ne, zum Zeigen ist ja schon so geiler. Zum Zeigen. Wenn wir nicht beides gleiche haben. Aber ich muss sagen, ich werde wahrscheinlich geile Worte sehen. Glaube ich mal. Weil die Aussicht hier jetzt schon ist schon, finde ich schon geil. Weil ich habe voll den Überblick über alles. Mit diesem Charakter. Ja. Hier doch ein guter Platz für... Für die Überwachung. Nicht? Noch tiefer? 50 Meter? Nochmal so viel. Was muss ich jetzt noch machen? Ah, da hinten ist schon 20 Meter. Noch ein Türchen aktivieren. Ja, und jetzt, wie aktiviere ich das? Ruhm den Furchtlosen. Vorsehung, okay. Bin ja mal gespannt, was mir der Fahrt hinterher bringt. Siehst du irgendwelche wissenschaftlichen Sachen oder so? Bin ich im Zauberwunder, was mir das Zeug bringt, das ich jetzt hier mache. Momentan ist halt Klettern einfach, sieht geil aus. Bringt dich an geilere Orte, muss ich sagen, also zum Teil ist schön. Und das schon hier im kleinen Raumschiff. Von dem her, bin schon erstaunt, wie es dann aussieht, also interessiert, wie es dann aussieht.
Wie bist du das? Du bist was fertig. Kommst was? Ich dachte gerade, dass du wärst du da. Muss ich was? Ich dachte gerade, ich hätte dich gesehen. Nee, wir sind außer Reichweite. Wie beim Namen. Ja, jetzt kann auch gar nicht beieinander sein. Nee, ich habe niemanden gesehen. Was ist, du willst mit mir sprechen? Beeindruckend, selbst ohne die Sicherheitsprotokolle hast du alle Trainingsszenarios bestanden. Vielleicht hätte der Kaiser mir doch recht. Mal eine Erfolgschaft, mal schon Erfolgschaft nehmen. Hier steht noch letzte Prüfung vor Tinky Winky und du wirst nicht so leicht finden, schätze ich. Unter den Verbanden gibt es einen schrecklicher als die militärischen Führer, Durek Steinbrech. Du musst in ihr die Hohlkammer besiegen. Oder bei dem Versuch sterben. Ich habe keine Chance. Das Sicherheitsprotokoll funktioniert immer noch nicht. Du solltest sterben. Hör auf meine Worte. Da stirbt die Nähe. Sonst die sterben, da stirbt die Nähe. Dort sehe ich wenigstens schon ein bisschen aus wie ein Attentäter. Jetzt auch schon im Holocamp. Ah, hier kann ich wieder was scannen. Also meine Sachen sind wahrscheinlich irgendwelche Sachen finden. Und die dann zu scannen und dann irgendwelche Infos dafür zu bekommen. Ja, Wissenschaftler erfährt viel über den Planeten und die Geschichte. Und ich sehe halt viele Orte. Der Nahkampf ist richtig schwer. Warum schaffst du nicht einen kleinen Vorteil in der Spezialfähigkeit deiner Klasse? Natürlich mach ich's. Bin ja schon da. Fatty Mac Fett Fett. Der schlägt einfach schon rein, das zu sagen. Jetzt beende, was du begonnen hast. So. Ich hau ihn einfach meistens von hinten. Der trifft mich gar nicht so groß. Also ich find's geil, einen Schurken zu spielen. Das Dominion ist ein Licht. Dunkelheit durchbringen. Ja, komm. Die reden zum Teil das Gleiche. Mein Held springt vor Freude, dass ich Potenzial richtig eingeschätzt habe. Du hast dich verwiesen und nun ist die gekommen. Nimm einen Teleporter zu Kommandobrücke, während ich dafür sorge, dass deine Taten gewürdigt werden. Was? Ist auch irgendwie verschieben? Nö. Das ist nicht verschiebbar. Was muss ich überhaupt machen? Ah, ich muss da weiter. Doch, ich glaube... ich habe alles, glaube ich, gemacht. Wenn ich gehe zur Kommandobrücke. Vielleicht sieht man sich dann schon fast auf dem Planeten wieder, Sadie. Ja. Also ich bin auf dem Kommando-Dock. Muss ich so ein Hologramm zerstören? Musst du? Also ich habe da so ein Holom habe ich zerstört. Ja, muss ich jetzt auch zerstören, aber es ist nicht da. Oder zumindest meine ich, dass es nicht da ist. Oh, jetzt bin ich runtergefallen, da muss ich rauf. Muss mich auf die Karte noch daran gewöhnen. Ah, da ist es ja. Sehr, sehr schlecht dann. So ein rieser Fettklops mit Schwert, ne? Ist auch schon bei dem. Mir jubeln alle zu. Warum jubeln mir alle zu? Sagt mir, was ihr wisst. Euer Name wird in die Geschichtsbücher. Ich tue kein... Oh, ich habe ein Video. Bei mir wahrscheinlich jetzt auch. Das gewiss, dass du rein mutig. Die sprechen gar nicht alles mühsam. Nun gehörst du dieser Gruppe außergewöhnliche Personen, die Wahrheit kennen. Ja? Hättest du erwartet, den Kaiser persönlich zu treffen, überrascht es dich, dass er nicht hier ist? Er lebt denn? Ich habe ihn gesehen. Hast aber du... seit er da 50 Jahren habe, das nur wenige. Ey, hast du alle Fahrtmissionen durchgemacht? Was? Hast du alle Fahrtmissionen geschafft? Ja. Habe ich irgendwo einen Teil übersehen, was ich nicht gemacht habe? Weiß auch, sind's. Du musst dieses tödliche Geheimnis für dich bewahren.
Denn ich werde es wissen, wenn du dein Vertrauen missbringst. Einstanden. Das... Oh, Schattenskrallen. Na, oh, richtig geil. Es ist dann Zeit für dich, die Vorsehen hinter dir zu lassen und dein Anrecht auf den Planeten unter uns einzufordern. Triff mich sofort, du, in den Abflughallen. Ihnen den Dominion. Vergiss nicht diese Pflichten, denn auch ich werde sie vergessen. Okay. Jetzt muss ich wieder ollen, jetzt muss ich importieren. Also für mich geht's jetzt auf den Planeten. Es kann sein, dass schon wieder 20 Minuten um sind, also Part schon wieder durch ist. Ah, da muss ich rein. Okay, dann... Nach deinem Video, wir waren dann unten bei der Halle und da den Part. Du kommst jetzt noch, dann bevor wir auf den Planet gehen, ist okay? Oh. Was? Du gehst jetzt noch das Video gucken, bis du zur Abkalle kommst. Dann beenden wir unser Part, bevor wir auf den Planet kommen. Weil es wieder an der Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge jetzt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Vielleicht sind wir dann endlich auf dem Planeten.